Wir wollen hohe Ansprüche an Testmethoden. Wir schützen damit die menschliche Gesundheit. Wir wollen, dass die auf Herz und Nieren geprüft werden, dass die eingehend betrachtet werden, bevor sie zugelassen werden und breit verwendet. Jahr für Jahr werden hunderte neue Substanzen von der chemischen Industrie entwickelt. Bevor sie auf den Markt dürfen, durchlaufen sie einen strengen Prüfprozess. Für den Nachweis der Verträglichkeit sind toxikologische Tests gesetzlich vorgeschrieben. Um Tierleid auf Dauer zu vermindern, arbeitet die Industrie intensiv an alternativen Prüfmethoden. Ein wichtiger Prüfstein für ein neues Produkt ist der Allergietest. Für die Frage nach der hautsensibilisierenden Wirkung war bislang immer ein Tierversuch nötig. Zusammen mit Kooperationspartnern ist es der BASF SE in Ludwigshafen gelungen, die weltweit erste toxikologische Teststrategie ohne Tierversuche zu entwickeln. Verantwortlich dafür? Die Abteilung Experimentelle Toxikologie und Ökologie mit dem Team von Dr. Robert Landsiedel. Wir haben eine Kombination verschiedener Methoden entwickelt. Und die Kombination von drei verschiedenen Methoden im Reagenzglas, wenn man so will, also In-vitro-Methoden, erlaubt es uns, in ihrer Gesamtheit genügend Daten zu haben, um den Tierversuch vollständig zu ersetzen. Doch warum braucht man für den Test einen Methodenmix? Weil die Mechanismen bei einer Kontaktallergie komplex sind. Kleinste Moleküle können mit einem Hauteiweiß so reagieren, dass es verändert wird. Dadurch wird das veränderte Hautprotein vom Immunsystem als körperfremd erkannt. Wenn gleichzeitig eine Stress- oder Schadwirkung in der Haut auftritt, werden in den Lymphknoten Abwehrzellen gebildet, die bei einem zweiten Kontakt die Immunreaktion hervorrufen. Als Reaktion tritt ein allergischer Hautausschlag auf. Das kombinierte Testschema spiegelt das wider. Es greift die drei wichtigsten Reaktionsschritte im Körper mit den daran beteiligten Zellen auf. Entwickelt wurde es unter der Leitung von Dr. Susanne Kolle. Die Toxikologin erwirkte auch eine internationale Zulassung der Teststrategie bei der OECD. Im ersten Schritt schauen wir uns an, ob die Prüfsubstanz mit den körpereigenen Proteinen reagiert. Dazu verwenden wir ein Modellpeptid und schauen eben nach einer bestimmten Zeit, ob die Substanz mit dem Peptid reagiert hat. Im zweiten Schritt schauen wir uns an, ob die Substanz ein Stresssignal in der Haut ausüben kann. Und das Ganze machen wir an einer veränderten menschlichen Zelllinie, an der wir das messen können. Im dritten Schritt wird wiederum eine menschliche Zelllinie verwendet und es wird analysiert, ob die Oberflächenmoleküle in ihrer Ausprägung verändert sind. Der ursprüngliche Hautsensibilisierungstest wurde am Meerschweinchen und der Maus vorgenommen. Doch von dem ganzen lebenden Tier interessieren eigentlich nur die Teile des Organismus, die an der Reaktion beteiligt sind. Und wenn man die kennt, kann man das in vitro nachstellen. Mit dem großen Vorteil, dass wir dann möglicherweise keinen Speziesunterschied mehr haben. Weil natürlich kann man Biomakromoleküle, Zellen, Gewebe des Menschen im Labor verwenden. Das heißt, der Nachteil der Tierversuche, der Speziesunterschied kann verschwinden. Dafür galt es nicht nur Bestehendes zu kombinieren, sondern eine zusätzliche Alternativmethode zu entwickeln. Prüfleiterin Britta Vareng gelang es gemeinsam mit der Schweizer Firma Givaudan nachzuweisen, wie schnell die Testsubstanz mit Hauteiweißmolekülen reagiert. Der sogenannte Kinetic DPRA kann so vorhersagen, wie stark eine allergische Reaktion sein wird. Dafür war bisher der Tierversuch nötig.
Ja, also im Kinetic DEPRA prüfen wir, wie schnell und wie viel einer Substanz reagieren, weil man weiß, dass die Wirkstärke eines Allergens, also einer allergenwirkenden Substanz, im Wesentlichen davon bestimmt wird, wie schnell und wie viel der Substanz reagieren. Und so bringen wir verschiedene Konzentrationen einer Testsubstanz zusammen mit den Modellpeptiden und analysieren hier nach verschiedenen Zeitpunkten. Erst alle vier In-vitro-Methoden zusammen erlauben es bei der Allergieprüfung vollständig auf Tierversuche zu verzichten. Ein solches kombiniertes Testverfahren gab es zuvor noch nicht. Auch deshalb hat es 10 Jahre gedauert, bis sie bei der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Kooperation und Entwicklung, anerkannt wurde. Neben der Dauer gibt es weitere Hürden für die Anerkennung. Wir generieren gute Methoden, bringen sie dann aber nicht in die regulatorische Anwendung, weil es keine Finanzierung gibt und auch keine Meriten dafür. Wir führen Tierversuche durch, wohl wissend, dass sie nicht den Menschen abbilden. Vermutlich müssen wir irgendwann mal einen Schritt gehen und sagen, wir nehmen ein neues System, in dem wir eben nicht auf Tierversuchergebnisse schauen, sondern auf In-vitro-Ergebnisse. Wir charakterisieren die Unsicherheiten und sind irgendwann mal komfortabel, eine toxikologische Bewertung basierend auf In-vitro-Methoden zu akzeptieren. Die Toxikologie steht vor einer Zeitenwende. Mit den zu Teststrategien kombinierten In-vitro-Methoden könnten bald in anderen Bereichen, wo die Reaktionen lokal ablaufen, wie bei Lunge oder Darm, komplexere Wirkungen effektiv nachgewiesen werden.